So, und jetzt sind wir beim dritten Thema. Wer lange gesund leben will, braucht Folsäure. Folsäure hat man früher dazu gesagt, Vitamin B9. Ich sag euch, wer davon genügend hat, kann sich fühlen wie beim Kegeln, wenn er alle Neune abräumt. Cool drauf und voller Energie. Also das ist sicher auch dir nicht bewusst. 80% aller Deutschen können mit ihrer normalen Ernährung den Folsäurebedarf nicht mehr decken. Die Herrschaften, die Experten in Berlin im Gesundheitsministerium behaupten zwar was anderes, aber ist völlig egal. Bei 80% der Leistungsmenschen hat man Defizite nachgewiesen. Und die Folgen sind was? Nicht das, was wir alle spüren. Ein Mangel ist unausweichbar und keiner schaut danach. Und ihr könnt euch ja mal fragen, hat euer Arzt schon mal zu euch gesagt, ich glaube, wir machen bei dir mal einen Folsäure-Check, du bist so ein bisschen abgeschlagen. Für was braucht ihr denn die Folsäure? Das müsst ihr wissen. Also dieses Vitamin ist unerlässlich für die Zellteilung, Zellneubildung, fürs Wachstum und für den Schutz vor Herz- und Kreislauferkrankungen. Ja, das ist doch verdammt wichtig. Und keiner guckt danach. Und wie spürst du den Mangel? Also erste Zeichen sind natürlich ein bisschen unspezifisch. Ne? Man sieht einem ein bisschen die Blässe an, man ist reizbarer, vielleicht auch ein bisschen müder, abgeschlafter. Dann kann Durchfall dazu kommen, rote, wunde Zunge, Geschmacksverlust. Da sagt dann jeder, naja, das ist halt Covid. Es kann auch noch ein bisschen was anderes sein. Geht selbst hin zur Depression und Schwindel. Also Mangel darf nicht sein. Iss mehr grünes Gemüse, Nüsse, Orange, Keime, Vollkornprodukte. Da ist es drin. Und in Gottes Namen, wenn es halt sein muss, dann ist halt auch mal eine Leber oder Eier. Zur Sicherheit kannst du natürlich auch gleich Stock Reset einnehmen. Das versorgt dich mit 450% des empfohlenen Tagesbedarfs. Wieso? Weil die meisten halt ein Defizit haben. Und es muss rasch aufgefüllt werden, deshalb 450%. Selbst im Doc Refocus und im Doc Recharge sind 100% drin, damit du ja perfekt versorgt wirst. Also die frohe Botschaft, damit macht dir der Stress weniger zu schaffen und du schützt langfristig dein Herz und dein Kreislauf.